So, herzlich willkommen zurück zu DSA 3, Let's Play DSA 3, Schatten über Riva. Bewaffnet mit Kaffee geht's jetzt schwer durch die Zwergenmine. Spannung hat sich im letzten Part aufgebaut. Wir sind endlich reingegangen. Wir gucken nochmal auf die Karte. Das haben wir bisher entdeckt. Jede Menge Betten, jede Menge kleiner Räume. Aber der Großteil, der kommt jetzt und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Das wird so toll. Gucken wir doch erstmal in das Regal. Das Regal scheint leer zu sein. Erst bei genauerem Hinsehen entdeckt ihr ein einzelnes Pergament, auf dem die Ausbeute der Mine von einem Tag aufgelistet ist. Sie ist sehr bescheiden. Toll. Bringt uns also nichts. Gucken wir mal hier rein. Das Regal ist leer. Allerdings meint Melina, schaut euch die Bretter an. Die sind ziemlich zerkratzt. Sicher haben darauf irgendwelche schweren Gegenstände gestanden. Ja. Wir gucken erstmal ein bisschen weiter durch die Mine. Und schauen nochmal auf die Karte. Wir gehen jetzt gerade ein wenig östlich. Obwohl, ich würde doch lieber erstmal hier entlang gehen. Im hinteren Teil des Raumes erheben sich drei Oger, die offenbar gerade bei ihrem Bemühen, die Metalltür einzuschlagen, eine Pause gemacht hatten. Gebückt stehen sie in dem für sie viel zu niedrigen Raum. Kriegshämmer in den Pranken und fauchen euch drohend an. Eieiei, da kommen sie schon auf uns zu. Na toll, Melina an erster Front, das war nicht mein Plan. Stell dich mal weiter weg und greif sie an. Durin, geh mal vor, du bist unser Powerzwerg, du kriegst das hin. Und Rasya kann sich schon mal ein bisschen weiter nach vorne drängeln, um eben auch zu zaubern. So, Aba hat sich gleich daneben gestellt und der erste ist auch schon in Zauberreichweite. Den kriegen wir doch bestimmt gleich kurz und klein mit einem X-Ignifactius. Ich krieg's auch nicht hin. 13. Was macht der denn? Da macht er sich an unsere Melina ran. Kampf. Ignifactius auf diesen Uga. Ebenfalls die 13. Auch die Oger schnarchen wie die Orks. Ah, doch, beweg dich mal nach hinten. Meinetwegen auch noch ein Feld. Und dann greif ihn an. Bleibt einiges aus. Und was haben wir denn da? Ein Ork-Veteran. Der erste ist kaputt. Und schon stürzen wir uns auf die anderen. Rasya wartet einen Moment, während Ava von hinten auf den Oger einkloppt. Ja. Da ist der zweite down. Dorin kann schon mal zu dem Ork-Veteran laufen. Und der dritte ist down. Mensch, so viel haben sie ja doch nicht ausgehalten. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, Kaldrin nach vorne geschickt, obwohl er ja eher zaubern sollte und sich schützen sollte. Er geht gleich mal wieder nach hinten. Und Durin geht auf den Ork-Veteran los. Sehr schön. Der ist eingekesselt, der kann jetzt nicht mehr so viel Schaden anrichten. Unsere Zauberer lässt er in Ruhe und auch unsere Melina. Und ich denke mal, jetzt können wir den Computerkampf auch gehen lassen. Es braucht keiner zu zaubern, keinen Nahkampf machen. Und schon ist erledigt. Wunderbar, drei Kriegshämmer, ein Langbogen und Pfeile. Die kann Melina gleich mal mitnehmen. Schnapsflasche, Mensch, die brauchen wir nicht. Die lassen wir hier. Und den Kriegshammer nehmen wir auf jeden Fall für Durin mit, falls seiner mal zerbricht. Das ist nicht selten der Fall. So, und damit können wir die Ablage eigentlich verlassen, aber nein, wir packen noch ein bisschen was ein, um richtig was verhökern zu können. So. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Jede Menge Kriegszeug. Die Oger haben ganze Arbeit geleistet, denn sämtliche Waffen und Rüstungen sind zerstört. Doch was ist das? Etwas haben die Orks übersehen. Denn Melina entdeckt eine sehr schön gearbeitete, völlig intakte Streitaxt und steckt sie ein.
Ach ja, schön. Ist hier noch was drin? Die Ogre haben ganze Arbeit geleistet. Alle Waffen sind zerstört. Eine wahrlich sorgfältige. Ach, egal. So, weg. Gehen wir mal weiter. Ah ja. Hier gibt es auch so ein bisschen was. In den unteren Reihen sind in Kisten die Erzklumpen gelagert, die auf ihre Verarbeitung warten. Weiter oben sind einige fertige Schmiedeprodukte zu finden. Schwertklingen, Speerspitzen und Axtblätter. Außerdem findet ihr hier. Ja, brauchen wir nicht wirklich, lassen wir hier. Zur Not, wenn wir es irgendwann mal verkaufen wollen, gehen wir einfach wieder zurück und holen uns das Zeug. Die Asche in der Esse ist kalt. Hier hat schon mehrere Tage kein Feuer mehr gebrannt. Wollt ihr in der Asche wühlen? Jo, vielleicht finden wir mal was. Wer könnte wühlen? Ja, Sinder. Er tastet unter dem Aschehaufen einen schweren Hammer. Doch trotz größter Anstrengung gelingt es ihr nicht, ihn herauszuziehen. Man möchte meinen, er sei festgewachsen, jammert sie. Zu allem Unglück verletzt sich Herr Sinder an irgendwelchen verrosteten Metallteilen, die in der Asche liegen. Na toll, ihr Charisma geht runter und was hat sie? Sie ist krank. Da haben wir das Ausrufezeichen, wovon ich am ersten oder zweiten Part geredet habe. Und hier steht krank. Jacinda hat sich eine Wundentzündung zugezogen. Die Wunde ist heiß und nässt. Das hört sich nach Wundbrand an. Ich weiß gar nicht, ob wir die richtigen Zutaten haben, aber es könnte ja mal jemand versuchen, sie zu heilen. Eigentlich brauchen wir es nicht. Wir gucken einfach erstmal weiter. Oh. Okay. Scheint ihr doch ein bisschen schlechter zu gehen, dann versuchen wir es doch mal. Talent anwenden, Krankheit heilen. Von Jacinda. Ohne die Hilfe eines Heilers kann die Krankheit von Jacinda nicht geheilt werden. Oh, das ist sehr schlecht. Das ist gar nicht gut. Gehen wir erstmal weiter. Wir können sie auch später noch heilen. Ich werde dann einmal zurücklaufen und mir das Ganze in Ruhe nochmal angucken. Und die zweite Etage machen wir dann im nächsten Part. Ich glaube, dieser und der nächste Part, das werden auf jeden Fall die besten, die wir jemals hatten. Und hier weiß ich schon, was uns erwartet. Da werden wir doch ganz schnell mal die einzelnen Leute heilen. Heiltrank stark brauchen wir eigentlich nicht, oder? Der heilt fast 30 Punkte. Nee, das gefällt mir nicht. Talent anwenden. Wunden heilen von Jacinda. Halt, das war die falsche. 3 Punkte hat sie noch dazu bekommen. Ich denke mal, das reicht. Und was wir aber brauchen, ist ein Zaubertrank. Zaubertrank stark für Rassia, damit sie ihren Ignifaxio sprechen kann. Ha, und dann auf ins Getümmel. Ich habe Angst. Von Orks kann man nicht die Tischmanieren eines almadanischen Edelmanns erwarten. Sämtliches Geschirr ist zerschlagen. Der Tisch ist bedeckt mit Essensresten und Weinlachen. Oder ist es vielleicht Blut? Auf den Bänken rund um den Tisch liegen oder sitzen vornübergebeugt Orks. Man kann nicht erkennen, ob sie nur schlafen oder gar tot sind. Wollt ihr die Schwarzpelze untersuchen oder vorbeischleichen? Wir untersuchen sie. Als Melina einen der Orks anfasst, um seine Taschen zu durchwühlen, schlägt dieser die Augen auf. Melina erschrickt und lässt den Ork los, wodurch dieser hintenüber von der Bank fällt. Polternd schlägt er auf und brüllt etwas Unverständliches. 5 weitere Orks kommen zu sich und greifen zu ihren Waffen. Aus einem der Gänge vernimmt ihr hastige Schritte. Also wir wissen schon, was uns erwartet. Jetzt sind die Orks auf jeden Fall wach geworden. Sie wissen, dass wir in der Mine sind. Und wir müssen versuchen, sie möglichst schnell kaputt zu machen, bevor die nächsten kommen. Mein Zwerg, geh rauf da. Melina, du stellst dich wieder ein bisschen weiter weg. Die können gegen Ava kämpfen. Die hat ein bisschen mehr Verteidigung. Und auch Durin hält einiges aus. Zur Not sprechen wir einen Ignifaxius von Rassia. Ach, und Jacinda, die arme Jacinda. Also wenn wir nachher mit dem Part fertig sind, werde ich auf jeden Fall nochmal in die Stadt gehen, um sie zu heilen. Denn das geht so nicht. So, was machen wir? Sie ist schon fast fertig mit ihren Zaubereien. Dann machen wir noch schnell einen Fulminictus.
Und schon ist der erste Ork down. Ah, Angriff. Pfeil und Bogen, das kriegt sie richtig gut hin. Als Elfe. Und auch unsere Magier gehen jetzt in den Nahkampf, denn wir müssen sie wirklich schnell vernichten, bevor die anderen Orks kommen. Sonst haben wir ein Problem. Du gehst gleich mit runter und greifst den Ork-Veteran mit an. Na, nicht Magie. Angreifen. Ich denke mal, jetzt ist jeder an einem dran und dann können wir immer alte Optionen machen. Und greifen automatisch an. Eieiei, da sind die anderen. Das habe ich mir gedacht. Das ist schlecht für uns. Ich hatte ja die Tage schon mal ein bisschen gelevelt, dass wir jetzt auf jeden Fall Level 12 haben. Normalerweise, wenn man bei Sternenschweif aufsteigt, dann hat man ungefähr Level 9 bis 10. Aber das hatten wir eben in diesem Spiel nicht. Wir hatten gerade mal Level 6, als wir angefangen haben. Von daher musste man auch so ein bisschen leveln. Und es trifft sich ganz gut, dass die meisten Einheiten, die einem entgegenkommen, ob das die Säbelzahntiger sind, die Räuber oder auch die Orks, andauernd wiederkommen. Ich glaube, das war bei Sternenschweif in vielen Dungeons nicht der Fall. Wenn die vernichtet waren, waren sie weg. Hier natürlich auch in vielen Räumen. Aber generell auf dem freien Platz kann man wunderbar leveln. Und der nächste ist down. Aber so langsam wird's gefährlich. Durin ist völlig umringt. Sieht gar nicht gut aus. Yasinda greift jetzt auch den an. Angriff, 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 Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Und Ava sieht auch gar nicht mehr so frisch aus. Das wird knapp. Also ich habe jetzt keine Lust, dass meine Leute sterben. Wenn ja, müssen wir so oder so gleich wieder früher raus aus der Binge. Beziehungsweise aus der Mine. Das wäre schlecht. Ah. Ja, noch ist Ras ja relativ gut am Leben. So, da bin ich wieder. Ich hatte gerade einen Anruf. So, weiter geht's. Immer diese Leute, die stören müssen. So, Angriff. Der Rapier war zerbrochen. Das ist nicht so gut. Und mein erster ist umgefallen. Der arme Kaldrin. Und auch nein, auch Rassia hat's erwischt. Scheibenkleister. Das Gute ist, dass Borun uns gewogen ist und unsere Leute nicht gleich tot umgefallen sind. Nein, sie sind nur ohnmächtig. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was von denen. Und können sie heilen, ohne sie wieder zu beleben. Aber es bleibt trotzdem weiterhin gefährlich. Ah, du siehst auch nicht mehr so frisch aus. Zumal sie ja sowieso krank ist. Wir werden auf jeden Fall nach dem Kampf rausgehen. Das war keine gute Idee. Das Gute ist, dass uns solche Situationen erstmal nicht mehr begegnen werden. So eine riesige Orkherde, das ist wirklich nur hier der Fall im Essenssaal. Und Krabs macht wieder Probleme, da freue ich mich. So, Durin, jetzt aber.
Ja, doch, Angriff. Es sind nur noch 3 Orks übrig, die schafft ihr doch auch noch. Auch Durin sollte mal wieder angreifen. Ah, und Ava sieht immer schlechter aus, das gefällt mir gar nicht. 2 Orks noch. Wenn Ava etwas passiert, dann ist alles vorbei. Unsere beste Kriegerin. Ich hatte mich auch dazu entschlossen, die Helden zu nehmen, die man sowieso gestellt bekommt, weil ich ja einerseits sowieso keinen Sternenschweif gespielt habe und andererseits mit denen wirklich schon seit klein auf immer irgendwas unternommen habe. Natürlich habe ich den Tialf rausgenommen, den mochte ich nie, nicht mal als Kind. Und ich habe mir immer gesagt, 2 Zauberer ist viel cooler, ist viel toller. Das machst du auf jeden Fall. So, komm, der letzte Ork, den einmal noch verletzen, dann haben wir's doch. Ah, tief durchatmen. Sehr schön. Später können wir gar nicht alle vergeben, die sind alle schon voll besetzt im Moment. Puh, ja. Ja. Sieht gar nicht gut aus. Und Yasinda ist auch noch krank. Fraps macht mir Probleme. Es geht einfach alles im Moment schief. Gucken wir nochmal auf die Karte. Wir sind jetzt hier. Wir müssen da wieder zurück. Also es war gleich der Gang, den wir als nächstes gehen wollten. Und dann gehen wir erstmal raus. Ja, okay, jetzt geht's wieder. Wir gehen ins Freie. Wir hoffen, dass uns jetzt im Moment keine Orks überfallen werden. Ansonsten haben wir ein richtig großes Problem. Und es ist dunkel. Na super. Es kann auch keiner einen Zauber sprechen, weil die meisten einfach bloß down sind. Lauft, lauft, lauft. Und lasst euch nicht von der Lawine erwischen. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind heil rausgekommen. Und bewegen uns immer näher auf die Stadt zu. Auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich noch weniger seht als ich. Aber wenn man sich so halbwegs auskennt und immer nur an der Mauer langläuft, weiß man auch, wo man lang geht. Stadt, das, was? Oh nein. Okay, ich würde sagen, ich beende den Part erstmal hier und dann sehen wir uns das nächste Mal in der Binge wieder völlig geheilt und ohne Krankheit, ohne irgendeinen Wundbrand, ohne Orks, hoffe ich. Mein Gott. Bis nachher.